So, herzlich willkommen hier bei Void Gore. So, Mini Six live angezockt. Flugzeugspiel, halt. So, sorry, dass da kein Name steht, keine Ahnung. Hat sich schon komisch angefangen, dass da, die komischen Daten da, geladen werden, die man gerade gesehen hat. Also aus dem C64, naja. So, ja. Erstmal hier Tutorial. So, hier so sind die Gegner. Totenköpfe, deswegen, also sah ziemlich cool aus. So, dann hat man hier so einen Kreis und damit kann man halt, sobald der Kreis irgendwie voll ist, quasi kann man die irgendwie machen, dass die Gegner, ja, wie jetzt gerade, dass die kaputt gehen. Ist jetzt das zweite Mal auch erst das Spiel, quasi so viel Ahnung habe ich jetzt davon, was nicht aus. So viel Ahnung habe ich davon noch nicht. Das Schild geht automatisch oder was? Gut, keine Ahnung. Ja, gut. Ja. Irgendwann geht das Schild halt mehr. Wie gesagt, so viel Ahnung. Oh, erst so viel. Was für Vorhäter 1? Vorhäter. Okay, die Gegner heißen Foes. Foe. Und ja, gut, jetzt kann man erst richtig spielen, aber was? Keine Ahnung, warum das Schutzschild sich da die ganze Zeit lädt. Keine Ahnung. Trotzdem K.O. Ja. Na, ich ein bisschen besser mal trainieren soll. Na, okay, ja, von Trophäen her ist das alles bei 80%. Also selbst Platin auch. Also das heißt, einfach nur jede Menge Gegner töten und ein paar Levels machen. Irgendwann hat man das Drehbuch raus. Store, kann man hier noch machen. Noch irgendwas verbessern, okay. Gut, Leben, ja, machen wir mal. Ja, was haben wir hier? Geht gar nichts. Doch, dass ich schneller bin, okay. So, mach mal. Ah, ist schon voll, okay. Ja, warum? Warum nicht? So, okay, wie ich mal was gekauft. So, was denn da? Ja, sieht man ein bisschen komisch hier. So, nicht Start, ja, muss ja wohl. Gut. Wir werden einfach nochmal probiert. Wie gesagt, das ist erst das zweite Mal. So viel Ahnung davon habe ich nicht, aber was hier ist jetzt mit meinem Schutzschild. Explodiere ich oder ne? Na gut, dann kann man das aufrecht behalten. Und irgendwann jetzt, wenn jetzt mehrere Gegner jetzt hier sind, kann man die, kann man quasi wie jetzt hier das Schutzschild irgendwie aktivieren. Ja, oder nicht? Wo gehen der Kreis jetzt gerade hier, kleiner, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall kann man da mehrere Gegner treffen. Aber man sollte eigentlich nur die Totenköpfe treffen. Oh, die Schüsse, kann ich ja nichts machen, wenn ich die treffe. Oh. Das sind auch Gegner, okay. So, ja. Wenn die im Schutzschild sind, dann kann man dann mit Viereck quasi machen, so dass man die dann trifft. Wenn nicht mit X schießen und ja, viel mehr kann man auch eh nicht machen. Doch hier so ein Blitz. Das ist ein Blitzdingsbums, ja, keine Ahnung, was überhaupt bringen soll. Da, so, ja. Cool. So. Und das! Ah, war nicht richtig im Kreis drin. Okay, gut. Ja, ich weiß nicht, wie viele Level da gibt. 4 Stages. Erstmal. Hintergrund, okay. Wenig bekommt mir noch was. Ja, auf jeden Fall, das sah cool aus. Auch wenn man das Spiel startet, sieht auch Bildschirm cool aus. So wie bei Doom, so ein Hintergrund. So, kaufen tue ich jetzt nichts. Restart nochmal. Gut. Wie ich nochmal. So, wird doch wahrscheinlich auch wohl auch Endgegner auch geben. Aber hat eh nur ein Live, ein Leben. Toll. Okay. Recht wenig hier. So, keine Ahnung, was mit dem Schutzschild da ist. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn die Gegner im Kreis sind, dann kann man auch mehrere damit auch kaputt machen, wenn das mal klappt. Ja, gut, kann man den Kreis behalten. Ah ja, gut. So, der war auch im Kreis, der hat mich auch getroffen. Ah ja, gut. Ja, muss man alles mal ein bisschen öfters mal spielen.
gerade hier so Flugzeugsimulationen, wie man sieht, sieht einfach aus, einfach ist nicht. Okay, gut, ich habe schon nicht aufgepasst. Ja. Na gut, komm, einen Machmarsch noch. Keine Ahnung, ob doch Endgegner gibt, weiß ich nicht. Wie gesagt, so weit war ich noch nicht. Jetzt könnte ich mir wieder was kaufen. Wäre vielleicht schon mal angebracht. Ja, man kann mal viele Sachen hier machen. Wie zweites Feuer. Auch schon gehandt. Ja. Kein Kohl, Junge. Was denn da? Ja, sieht ein bisschen komisch aus hier, dass man trifft nicht richtig, was man machen will. So, auf jeden Fall hat man gekauft. So, keine Ahnung, also man sieht jetzt hier nicht richtig leuchten, was hier ist, jetzt hier Back oder was wie immer. Aber wenn nicht, drückt man einfach Kreis, gut, auch gut zu wissen. So, okay, einmal probiere ich noch. Waren das gerade am Anfang, keine Ahnung, auf jeden Fall macht irgendwann wahrscheinlich auch zwei Schüsse. Naja gut, komm, einfach mal ein bisschen konzentrierter sein, so. Ja, leichter gesagt, das ist getan. Vor allem, man darf hier nicht am Rand kommen, oder? Ja, doch, das ist egal, gut. So, na gut. Na, da war schon wieder. Ah, diesmal richtig Game Over, was? Okay. Ja, wie man sieht, so leicht ist nicht. Naja. Ich versuche noch weiterhin, das irgendwann das heißt durchzupacken. Ja. Die Trophäen zu kriegen. Wahrscheinlich kriegt man die eh, bevor man das Spiel richtig durchgepackt hat. So, war auf jeden Fall okay. Also, mir gefällt es. Ja, aber ich hatte auch gefallen. Klar, jetzt beim zweiten Mal. Gut, was würde ich da großartig jetzt zeigen und so weiter. Anna Rednet ist wahrscheinlich jetzt in der Zeit schon lange durchgepackt. Na gut. Na gut, das war's hier mit dem Spiel. Sag ich mal, euch noch einen schönen Tag und dann, ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi, das war's hier mit Void Gore.